herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warship. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge hier uns die Chester geholt. Mega cooles Schiff. Und ja, wir starten mal direkt in Koop-Gefecht. Mal wieder, ich weiß, das sind jetzt die verschiedenen Typen. Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen was ausprobieren, weil ich habe mich mal ein kleines bisschen belesen bezüglich der Spielmodis. Welche Tasten sind doch grundlegend recht, ich werde jetzt nicht mega wichtig sagen, aber doch vom Vorteil, was gibt es für Taktiken? Es wurde immer sehr oft gesagt, man soll auch mal gucken, wo man hier überhaupt sich befindet. Hier kann man eigentlich einen Autopiloten starten, genau. Wenn man rechts gedrückt hält, kann man sich einfach mal umschauen. So, genau, mit Shift können wir direkt in diese Zoom-Optik gehen, da müssen wir nicht so gucken. Können wir direkt mit Shift machen. Ja, so kleine. Dann habe ich noch gelesen, was mir klar war, wie gesagt, also für ein paar Leute, also ja, ich, wie gesagt, die vielleicht meinen Trailer nicht gesehen haben, ich heiße so, weil ich auch wirklich auf dem Schiff arbeite und wirklich dort bin. Also, ich habe schon ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen Ahnung von diesen Berufen, auch von diesen, gegnerische Streitkräfte entdeckt. Ja, von Schiffen und Co. Also, es ist keine Lüge oder sonst was, woher dieser Name kommt. Es ist schon die Realität, also dass da keiner sich angegriffen fühlt oder so, dass ich vielleicht rumlüge. Aber das hatten wir ja schon so einigermaßen im ersten Teil gemacht. Wir sollen uns viel bewegen. Hatten wir auch gemacht. Ich war ja nie da gelegen mit dem Schiff, weil im Schiff heißt es nicht stehen, das heißt nämlich liegen. Ein Schiff liegt im Wasser und steht nicht. Oder genauso parken. Das nennt man auch nicht in der Schifffahrt parken. Das heißt einfach liegen. Genau. Das dazu. Auf jeden Fall. Also wir lagen nie. Wir sind eigentlich immer Vollgas gefahren. Es hieß, wir sollen mehr Dreiviertel fahren. So als kleinen Tipp. Hieß es, Dreiviertels fahren ist besser. Dann, das sind Panzerbrechende, wie wir das letzte Mal schon mitgekriegt haben. Können uns auch recht hilfreich werden. Immer mal gucken, wo man hinfährt. Hatten wir auch super gemacht das letzte Mal. So, wir gehen mal ein bisschen... Gehen mal ein bisschen runter hier mit der Geschwindigkeit. Zack. Ah, noch keinen getroffen. Komm, dich aber. Dich kriegen wir jetzt, komm. So, den haben wir versenkt. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Wir können eigentlich nochmal Vollgas geben. Panzerbrechen machen wir nochmal. Einfach mal, weil ich es noch ein bisschen testen will, sowas, was heißt. Map sieht gut aus, wir gehen mal halb. So, wir sind im Bereich. Torpedos auf Backbord! So. Die haben wir gut ausgewichen. Ich wollte nur gucken, was noch auf Steuerbord ein bisschen ist. Also für die nicht-schiffischen, Backbord ist links. Und Steuerbord ist eigentlich... rechts. Einfach so zu merken, so habe ich es mir damals in der Ausbildung gemerkt. Das steuert traditionell immer auf der rechten Seite. Deswegen nennt man das Steuerbord auch Steuerbord. Und ich habe es mir einfach auch so gemerkt, weil ein Steuer R ist, ein Backbord ist, kann nämlich kein R drin und R steht für rechts. Und so habe ich es mir einfach gemerkt. So ganz einfache Regeln. Ist eigentlich, ja,
Ja, so, wenn man die Tradition bewahrt und allem, wie gesagt, heißt es bei die Schiffe immer das Haspel. Haspel hieß das Steuer damals, Haspel. Ja, weil es einfach rechts war. Ganz einfach, so kleine Basics. Heck ist hinten, Bug ist vorne. Ja, so kleine. So kleine. Kleine Anekdoten. Unser Team hat die Führung übernommen. So. So, die Kanone muss ich dann immer drehen. Mal ein bisschen. Ja, das war noch gut durchgeschlagen, ist der. Wir müssen noch die Map ein bisschen im Auge halten. Nicht, dass wir. Das habe ich auch gelesen, das macht unheimlich viel Schaden, wenn wir hier gegen eine Insel knallen. Unser Team hat die Führung übernommen. So, jetzt schnappen wir uns den mal. Jetzt können wir nicht Vollgas geben. Immer einen kühlen Kopf bewahren. Wir mal komplett zurück, dann benutzen wir ein bisschen die Strömung. So. Ah, sehr schön. Oh, die werden auch gut. Ah. Wir sind entdeckt. Sehr schön, 1000 Schaden gemacht, sehr gut. Nochmal 1000 Schaden. Komm, jetzt kriegen wir ihn, jetzt kriegen wir ihn. Komm. Ja. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Oh, geil. Erfahrungspunkte, das haben wir in dem ganzen. Das ist ja die höchste Beute, das ist fast doppelt so viel, wie wir die ganze Zeit gekriegt haben. Freigeschaltet. Sehr schön. Spielen Sie zwei Gefechte, um die nächste Zugangsstufe freizuschalten. Der Schiffsäußeren. Oh. Änderung des Schiffsäußeren. So, Äußeres. Sehr cool. Ja, obwohl. Naja. Also mit der Flagge finde ich noch ganz cool, aber mit der Optik, naja. Also, nee, ich meine, die Flagge, okay, lass mir noch gefallen, ist okay, aber das Äußere will ich schon eigentlich so behalten. Forschung. Profil. Errungenschaften. Da haben wir noch nicht so viel. Gespielte Gefechte, 100% Siege, ja, EP. 3 Stück. Ausrüstung. Was macht das? Trefferpunkte? Hätten wir mehr Trefferpunkte? Hauptfeuerung der Hauptbatterie plus 1. Ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, wenn wir das machen, ne? Wie viel haben wir denn? Wie viel, Erfahrungspunkte haben wir denn? Hallo? Wo steht das denn? Wo steht da? Wo steht das? Ich will auch noch, genau, ich wollte noch einen anderen Hafen, weil das habe ich auch noch gelesen. Wir nehmen den Hamburger Hafen.
einfach, ja. Ist doch ganz cool so. So finde ich, cool. Finde ich ehrlich, finde ich echt cool. So. Wo stehen denn unsere Ausrüstung? Wir haben oben unsere Credits, aber nicht wie viel. Ach doch, hier Schiffs-EP. 300. Langt das? Nee, leider nicht. Ja, komm, dann machen wir die Hauptbatterie mal ein bisschen höher. So. Jetzt müssen wir eigentlich noch ein Gefecht spielen und dann können wir hier noch das Schiff ein bisschen größer machen. Ja, vielleicht können wir direkt mal nochmal ein Gefecht starten. Ich spiele die ersten zwei, drei Gefechte nochmal ein bisschen zum Reinkommen erstmal. Ich muss das auch ein bisschen spielerisch mal verstehen und allem. Deswegen werde ich so die ersten paar Folgen mal immer so ein KI-Gefecht machen. Wo wir mal wirklich ein bisschen reinkommen. Das ist wirklich, also... Dass wir da wirklich mal ein bisschen vorankommen und ein bisschen mal auch, wie gesagt, ein bisschen noch Spielverständnis mehr kriegen. Wir gehen direkt mal auf halb. Es gibt ja auch wieder Aufklärungsschiffe. Und das kann man ja immer so... Das kann man ja immer so fabrizieren, wie man will. Und wie gesagt, das ist so umsehen, ohne dass die Kanonen sich bewegen. Das müssen wir uns auch mal ein bisschen aneignen. Dass wir uns so umsehen, weil wenn ich so mache, gehen die Kanonen sofort immer mit. So, unsere Kanonen können weiter schießen, ne? Das heißt, wir können 1 Kilometer weiter schießen. So. Da hinten ist einer. Der kommt. Ah, das wird nichts. Hm, gehen die rein? Es ist echt knapp. Ja. Fast. So, vielleicht. Die könnten reingehen, weil der ziemlich langsam unterwegs ist. Ja. Könnten reingehen. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. So. Eigentlich immer Spook so ziemlich verstärkt immer bei so Kriegsschiffen und allem, vor allem wenn die mal auf Grund laufen oder so. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so gut. Die Seitenwänden sind eigentlich meistens immer sehr schwach. Genau sowas. So, das nimmt hier. Das gegnerische Team hat die Führung über uns. Oh, ho, 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 ho. Torpedos voraus. Torpedos auf Backbord. Oh. Boah. War das knapp.
Ja, Männers, was ist denn hier los? So. Eins hat sein Ziel gefunden. Müssen wir auf jeden Fall hier mal gucken. So, den kriegen wir. Torpedos auf Steuerbord. So, noch ein Torpedos voraus. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Nein, ah, Mist. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen ja schnell voll. Problem gelöst. So. Sehr gut. Und nochmal komm. Auch ein sehr guter Schuss. Die sind halt brutal schnell. So, sehr gut. Crashen die einfach, oder? Oh. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten. Sorry. Sorry. So, komm, 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 lad nach, Alter. Komm. Jetzt dich. Jetzt kriege ich dich. Genau auf mich drauf kommen. Ah, was ist das denn für ein Schuss gewesen? Yes. Wir haben einen gegnerischen und noch gewonnen dazu. Sehr schön. Sehr schön. Das ist sehr gut. Jetzt können wir nicht Ausrüstung. Jetzt könnten wir doch eigentlich auch auf Forschung. Nee, auf. Wo war das nochmal? War das sofort? War doch Forschung, oder? Ja, auf Forschung, genau. Jetzt hätten wir die St. Louis oder wir könnten dann auf die Samson bauen. Aber wir bauen auf jeden Fall jetzt auf Ausrüstung nochmal unsere. Hier. Diesen Turm noch mal aus. Sehr schön. So. Jetzt haben wir mehr. Jetzt können wir uns überlegen, auf was wir als nächstes gehen. Gehen wir auf die St. Louis. Das ist ja immer noch ein Kreuzer. Kreuzer sind sehr vielseitige Schiffe mit mittlerem Panzerschutz, der Artillerie, mit ihren Artillerien, Flugabwehr, sie sich jeder zur Unterstützung und Schutz von Verbündeten. Ja, das ist also wie gesagt so der Allrounder. Der Schlachter ist wahrscheinlich so richtig schnell.
Nee, schwer gepanzert. Zerstörer sind dann wahrscheinlich die schnellen, ne? Genau. Die sind die schnellen. Die U-Boote erklären sich ja von alleine. Sind auch nur Special. Also U-Boote bräuchten wir einen Premium-Account. Dann Flugzeugträger. Auch, glaube ich, richtig cool. Aber da müssten wir eh erstmal hier diesen Skillbaum hier. Das können wir nur machen, wenn wir... Also das könnten wir wirklich nur machen, wenn wir hier, sag schon, die Zerstörerklasse haben. Anders, da kommen wir in diesen Skillbaum gar nicht. Und die Kreuzer sind halt so die größten. Und natürlich kommen wir dann auf die, über die St. Louis, dann auch auf die Schlachtschiffe. Gut. Ja, dann haben wir die Ausrüstung. Wir haben es heute noch geschafft in der Folge. Direkt. Ja, wie soll ich sagen? Also wir haben es direkt eigentlich geschafft, ne? Forschung. Das passt auch. Ja, wie gesagt, wir haben es direkt geschafft. Alles abzugraden von diesem Schiff. Wir haben uns ein bisschen verändert, ne? Ein bisschen optisch haben wir uns jetzt verändert. Wir sind komplett so... Der Rost ist ein bisschen weg, ne? Aber ist auch gut, ne? Das ist echt cool, ne? Also irgendwie gefällt es mir richtig gut, das Spiel, ne? Es sind keine Leute an Deck, schade. Gibt es das auch noch, dass hier so Leute kommen? Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Das langt jetzt hier erstmal. Zwei Gefechte gemacht. Ja, Schiff komplett ausgebaut. Jetzt sparen wir auf jeden Fall für das nächste Schiff. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns ja, in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.